Der Herbst bringt die bunte Pracht, die dem Teichgärtner Sorgen macht. Doch kein Problem. Hans-Joachim Sobota weiß Rat. Im Herbst gehen die Temperaturen zurück. Das heißt, die Wassertemperaturen werden weniger. Die Aktivität der Mikroorganismen erlahmt. Schlamm bleibt lange Zeit am Grund des Teiches erhalten. Blätter, die hineinfallen, sinken ebenfalls ab. Die Schlammdicke nimmt zu. Eine zu hohe Mulmschicht verzehrt natürlich zusehends Sauerstoff. Es bilden sich Gase, die fischgiftig sind. Und ich muss im Prinzip vor Eintritt des Winters verhindern, dass das dann durch die geschlossene Eisdecke noch sich dieses Problem noch vergrößert. Im Prinzip rate ich dazu, dass im Spätherbst der Teich noch einmal gesäubert wird. Es reicht völlig, wenn man dazu einen grobmaschigen Kescher benutzt und das Laub und die groben Bestandteile von abgestorbenen Pflanzen beispielsweise abkeschert. Es bleiben natürlich immer Reste. Ich bin nicht in der Lage, alles abzukeschern. Und diese Mulmschicht, die wird in der Regel dann weniger gefährlich, wenn sie von Mikroorganismen weiter zersetzt wird. Das geschieht durch weitgehend an Kälte gewöhnte, spezialisierte Mikroorganismen, die in der Lage sind, noch diesen Mulm zu zerkleinern, ihn sozusagen auf Null zu reduzieren. Übrig bleibt dann im Prinzip nur Kohlensäure und Wasser. Bei der Verschmutzung des Teiches in den Herbst- und Wintermonaten wird das Kombiprodukt Aquastabil zum Einsatz gebracht, indem die Phasenmittel mit der Hand über der Teichoberfläche ausgestreut werden. Das O2-Depot, also das Sauerstoffdepot der Phase 1, erhöht somit den Sauerstoffanteil im Teich und verhindert so die gefährliche Faulgasbildung. Es wird bei starker Algenblüte eingesetzt und verbessert die biologische Selbstreinigungskraft des Teiches. Das an Calcium gebundene Sauerstoffdepot wird zusammen mit den Mikroorganismen der Phase 2 eingesetzt. Denn kleine, einzellige Lebewesen wie Bakterien, Hefen und Pilze sind hochwirksame Mikroorganismen. Hier sind Bakterien gemeint, welche nachhaltig den biologischen Kreislauf im Teich selbst bei niedrigen Temperaturen fördern. Sie wandeln beispielsweise das giftige Nitrit in Nitrat um, bauen Stickstoff und Phosphor ab.